Die nächste Kategorie ist zumindest im Titel eine völlig unnötige Verbeugung vor einer furchtbaren Fernsehsendung, die zumindest vielen älteren Herrschaften da draußen noch was sagen wird. Die sind meistens nämlich da vom Fernseher ganz friedlich bei eingenickt. Der Musikantenstadel. Dafür hatten wir jetzt hier aber keine Zeit und auch keine Lust. Dafür haben wir das Musikantenradl. Dafür bitte ich die Band einmal nach hinten, denn ihr könnt euch jetzt schon so ungefähr denken, was passiert. Wir werden gleich diese Band sehen, wie sie mit Fahrrädern und diversen Gadgets, die an diesen Fahrrädern angebracht sind, meistens sind es Klingeln oder Hupen oder Bings oder Trommeln, was auch immer, reinkommen und Songs spielen werden. Ihr habt eine einzige Aufgabe, ihr müsst diese Songs erkennen. Und dann buzzert ihr, genau. Wenn ihr dann buzzert und es ist richtig... Dann schmeißen die Fahrräder weg. Vor Freude, weil das richtig ist. Und ihr bekommt einen Punkt. Solltet ihr allerdings falsch liegen... Fahren die weiter, machen weiter die Musik und die anderen raten. Anke? Ich würde ganz gerne die Show übernehmen. Ja, bitte. Aber dafür würden wir uns dann im Finale treffen. Und dann musst du das Finale gewinnen. Verstanden. Dann wart mal ab. Hier kommt das Musikantenradl. Es sind die privaten Fahrräder der Band. Das ist kein Song. Es hat noch nicht angefangen. Nee, okay. Noch nicht angefangen? Nein, nein, es hat noch nicht angefangen. Ich dachte gerade, war ist das Nico Santos oder sowas? Aber es sieht unglaublich gut aus. Wahnsinnig toll. Ich frage euch, liebe Mighty Winterscheids, die Fahrradgang Mighty Winterscheids, are you ready? Wunderbar. Dann kommt hier euer erster Song. Genau hinhören bitte. Und absolute Stille bitte im Publikum. Wisst. Mega, wie brennt. Hast du's? Ja. Marc, welches Lied hat das Musikantenradl gespielt für dich? Ich glaube, es könnten unterschiedliche sein. Aber welches glaubst du, ist es? Hier, No Angels, Daylight in Your Eyes. Wollen wir mal weiter reinhören? Wir haben aber noch einen weiteren Song und das ist der hier. Oh, Dunja. Love Me Again von John Newman. Wow. Das wäre krass, wenn es das gewesen wäre, ist es leider nicht. Aber dass du mit Love Me Again von John Newman kommst, ist R-E-S-P-E-C-T. Es geht weiter. Marc Forster, ich finde es gut, dass du bist der erste Kandidat, das muss ich dir kurz sagen. Ich höre gar nichts raus. Der steht beim Buzzern, das ist so richtig. Man merkt dir so ein bisschen an, wie sehr du es willst. Nee, ich höre so schlecht. Näher ans Rad. The Weeknd. Wir brauchen den Titel. Der Song heißt Blinding Lights, glaube ich. Oder Blinded by the Lights. Blinding Lights oder Blinded by the Lights? Muss das... Oh, jetzt komm. Come on, it's my show. Ich habe zu spät gebuzzert, ich weiß es. Blinding Lights. Blinding Lights von The Weeknd. Ich glaube, es heißt... Korrekt. Wir hören noch mal rein. No, I can't sleep.
Richtig, The Weeknd. Eine der erfolgreichsten Nummern auch von ihm, oder die erfolgreichste Nummer auch von ihm, weltweit fast überall auf der Eins gewesen. Jetzt kommt hier aber ein weiterer Song, den ihr erraten müsst, vom Musikantenradl. Wow. Ich höre gar nichts. Ich höre überhaupt nichts raus. Hör doch mal. Marc, abermals. John Lennon, Imagine. John Lennon, Imagine. Richtig. Ah, wow. Geil. Imagine there's no heaven. See if you try. Hätte ich niemals gehört. Warum immer ein bisschen länger? Hätte ich niemals gehört. Das. Für Marc. Boah. Wir haben noch einen weiteren Song für euch und das ist dieser hier. Oh Gott, ich glaube, fast einen Unfall produziert, danke. Ist es Wie schön du bist von Sarah Connor? Da, 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 da. Wie schön du bist. Das ist leider falsch. Oh, schade. Ja, aber sehr schön gesungen. Sorry, weiter, genau. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, dass es No One von Alicia Keys sein könnte. Ja, das stimmt. Boah! Sau falsch! Echt? Aber ein schönes Lied! Ich sag mal so, der Korridor wird immer enger, wir kommen langsam dahin, wo wir hinwollen. Aber ich bin halt jetzt raus, ne? Du bist jetzt raus, ja, genau. Danke. Ja. Schön, dass ich mich dafür geopfert habe. Dunja und Marc, alle Chancen für euch. Dunja, du fühlst es auf jeden Fall. Man sieht richtig, wie du mitgehst. Du bist nah dran, ich hab so ein Gefühl. Marc, Dunja, ihr seid die beiden Letzten, wir hören weiter rein. Ich möchte lösen. Ja. Bitte, Marc Forster. Ich habe euch jetzt wirklich genug Chancen gegeben. Ja, das stimmt. Black Eyed Peas, Where is the Love? Ja. Und man weiß schon, wenn ich sage, wollen wir mal weiter reinhören, ja, ob das vielleicht ein Indikator sein könnte, ob es richtig ist. Ich denke, wir liegen gut. Bitte. Where's the love, Black Eyed Peas? 2003. Liebe Mighty Winterscheids, a.k.a. Musikantenradl, das war wunderschön. Danke für die Mühe und Liebe, die ihr da reingesteckt habt. Ein Riesenapplaus bitte! Groß! Euer Applaus! Vater von! Es gibt etwas, was ich euch nicht vorenthalten möchte.
wenn solche Spiele vom Team entwickelt werden, ja, also von der Redaktion entwickelt werden, gibt es natürlich auch immer so die Idee von, dann sitzen die alle zusammen und dann sagen die, ey, das wäre doch witzig, wenn das geht, und dann probieren die das aus. Da können wir mal kurz gemeinsam reingucken. Ja, da ist nämlich etwas sehr Interessantes noch passiert. Das ist in unserer Tiefgarage unter der Firma. Und Fun Fact ist, es wurde so lange da geprobt und so oft gehupt und diese Lärmbelästigung hat irgendwen in der Nachbarschaft gestört, dass, haltet euch fest, wir sind in Berlin, die Polizei kam. What? 4 wurden verhaftet, 2 sitzen noch in U-Haft. Absurder Moment, aber einfach nur mal um zu zeigen, das ist das Team hinter dieser Sendung, die sich all diese wunderbaren Spiele ausdenken. Dafür auch mal Danke an der Stelle.